Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Paragon Pioneers 2. Ich habe ein bisschen geschlafen, immerhin. Es ist noch relativ früh morgens, meine Stimme wird ein bisschen besser. Ich bin einfach nur noch nicht so 100% wach und ich habe heute auch noch nicht viel geredet. Also das sollte sich aber im Laufe der Folge legen, denke ich. Meine Heiserkeit ist, glaube ich, im Großen und Ganzen weg. Bevor wir hier weitermachen, ihr seht schon, ich habe quasi das gemacht, was angekündigt war. Hier noch die Farming gebaut, zweite hiervon, also zweite Rumdistille gebaut. Und die Häuser auf 20 aufgestockt. Das ist halt so weit ganz okay. Wir haben entsprechend 100 von denen. Mal gucken, was die so reißen. Ich bin mal gespannt. Ist schon auch wasteful, ne? Das ist schon auch Verschwendung. Wird das noch weniger? Nee. Gut, dann können wir mit, was hatte ich gesagt, 49 oder so? Ja, gehen wir mal mit 49 da rein. Aber gut, wenigstens sind das Einheiten, die wir hier nachproduzieren können. Das Ding da unten stört mich gerade ehrlich gesagt gar nicht so. Andererseits ist das wahrscheinlich schnell gemacht. Ja, komm rein da. Das passt schon. So, wir haben hier ein Schiff fertig. Sehr gut, dann können wir vielleicht mal auf Erkundungsfahrt gehen. Ich würde, glaube ich, tatsächlich direkt noch ein Schiff bauen wollen, wenn ich ehrlich bin. Seile sollten wir inzwischen genug... Ja, das passt. Das ist alles gut. Wie sieht es mit Rum aus? Der müsste eigentlich... Ja, eine leichte Überproduktion. Das ist fein. Die Bretter sind hier halt einfach 100% nutzlos, aber... So ist es. Ja, Forschung ist jetzt, glaube ich, mal ein Punkt. Wir gucken mal hier rein. Stellen fest, das, was ich haben wollte, geht noch nicht. Aber das war irgendwie zu erwarten. Ich weiß auch gar nicht, was wollte ich denn eigentlich zuerst haben? Also ich sehe eine Menge Sachen, die ich haben möchte, aber die noch nicht gehen. Also ich weiß nicht, Bannerträger ist auf jeden Fall eine Sache, die mir wichtig wäre. Kriegstrommeln. Kohlegrube. Ich glaube, Kohlegrube war erstmal das, was ich haben wollte. Keine Ahnung, ob das hier Sinn macht, aber I'll take it. Oh, und tendenziell die Krokodilsfarm. Vielleicht eher die Krokodilsfarm, weil mit der Krokodilsfarm kriegen wir Leder. Und die ist halt in ein paar Sekunden soweit. Okay, dann gucken wir doch erstmal hier, was geht hier noch so. Irgendwie noch nicht das, was ich gehofft hatte. Was ist das doch gleich? Ah, Kontor 3 für neu erkundete Inseln. Ja, weiß ich nicht. Die Schule ist dann irgendwann wahrscheinlich ganz nett. Gebäude kosten 10 Mörtel weniger und deine Einwohner schließen ihre Türen vorsichtiger. Schön. Stimmt, Kohle konnte man ja auch einfach aus Holz machen. Righty. Oh, damn, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So viel Stuff. Ja. Ich warte noch mal ein bisschen. Wir bräuchten halt eher so 100 und haben dann ein paar mehr Optionen. Ja, ich glaube, Inselgröße ist noch... Ja, wobei, die 100 machen auch noch nicht so einen Unterschied, ne?
Ich weiß nicht, ob der Kriegstrommler sich lohnt. Mal gucken. So, und wie schaut's denn hier aus? Was ist denn das Teuerste? Du, alles klar. Dann nehmen wir den Heuschober erstmal mit, dann ist der erledigt. Naja, hier geht gefühlt halt nichts. Ich hatte hier gestern noch irgendwas mitgenommen. Ohne Aufnahme. Irgendwas habe ich hier noch erforscht, aber auch irgendwas, was halt so gefühlt null relevant war. Ich glaube, dass weniger Bretter kosten, ist das, was ich zuletzt noch mitgenommen habe. Das ist gut möglich. Ja, dann gib mir halt das Garnisonslimit. Ist ja auch egal. So. Dann haben wir jetzt auch ein Limit von 120. Okay. Die dauern noch so 5 bis 6 Minuten, die Kämpfe. Das ist fein. Dass da halt immer noch 24 steht, verwirrt mich total. Aber okay. Ja, liegt halt auch hauptsächlich hieran. Weiß ich noch nicht. Ja, und hier müssen wir auch noch eine Weile sparen. Aber gut, so ist es halt. Dann... Ja, müssten wir eigentlich warten, bis die Kämpfe durch sind, bis wir eine neue Insel erkunden. Aber wir können schon mal so ein bisschen drin rumgucken. Neue tropische Insel entdecken, bitte. Okay, Kaffee braucht halt einfach mal eine Achter, also schon mal 8 Punkte. Okay, das ist eine Ansage. Alter, ist das teuer. Mahagoni, okay. Ah, guck mal, und hier kommen dann auch Edelsteine, Gold und Salpeter. Aber wir wollten prinzipiell Lehm und Kohle, ne? Lehm, Kohle, Kupfer. Das war auf jeden Fall eine Sache. Aber im Moment noch nicht. Weil da fehlte die eine Forschung zu, die ich habe. Wobei, eigentlich würde auch Lehm und Kupfer reichen und Kohle machen wir halt aus Holz. Hier ist irgendein Schiff am Start. Ich habe, glaube ich, einfach die Bogenschützen mal hier hingekarrt. Nicht, dass wir damit groß was reißen werden, aber... Das ist halt so ein, ja, kann funktionieren oder aber auch nicht. Zehn mehr Garnisonsgröße würden das Ganze einfacher machen. Probieren wir es aus. Ja, komm. In 2,5 Stunden wissen wir mehr. Okay. So, ansonsten geht hier, glaube ich, nicht viel. Die Pinassen könnten fertig sein. Nee. Pinassen haben immer noch nicht genug Segel am Start. Kann aber nicht mehr so viel fehlen. Ah, okay. Ja, da fehlen so, weiß nicht, 35 Segel oder so. Tatsächlich. Wie viel Segel haben wir denn gerade hier? 18. Wow, ey, ist halt echt nicht viel, ne? Das ist halt wirklich nicht viel. Wir können hier fast mal einen zweiten Segelmacher hinstellen. Und Betonung auf fast, weil wir uns den wahrscheinlich nicht leisten können. Ich bräuchte noch so 22 Holz. Oh, ich habe überall mal Frachtkontoren übrigens hingebaut. Zumindest auf die 5 Inseln hier.
Wie sieht's denn hier eigentlich mal aus? Okay, hier tut sich ein bisschen was. Alright. Ich habe hier Bretter rumliegen, die ich nicht brauche. Sehe ich das richtig? Wüsste zumindest gerade nicht, was ich noch bauen wollen würde. Außer ein Lagerhaus hierfür. So, dann ist das damit abgefrühstückt. Und dann kann ich die Bretter ja aber trotzdem einfach mal easy dahin fahren. Ja, das funktioniert doch. Dann können wir hier eventuell nochmal einen zweiten Segelmacher irgendwo hinstellen. Da ist ja noch Platz, das passt schon. Okay, dann sind hier die Kämpfe mittlerweile fertig. Der eine zumindest, der andere sollte gleich fertig sein. Ja. Gut, und dann würde ich tatsächlich die Einheiten, die überleben, was hoffentlich ein paar mehr sind, das eben hat ganz schön auf den Sack gegeben. Würde ich vielleicht mal zu einer kleinen Inselerkundung losschicken. Vielleicht will ich hier dann doch die Krokodilsfarm haben. Wobei die Krokodilsfarm halt auch nur deren Happiness Level raised, ne? Also dann brauchst du halt für einen Bolzplatz. Am Ende. Aber wir können. Ja. Auf jeden Fall brauchen wir Kupfer und. Wir Lehm? Eigentlich brauchen wir Lehm noch gar nicht, ne? Also es wäre sinnig, Lehm dann direkt mitzunehmen, wenn es geht. Ja, schon allein für die besseren Einheiten wäre das irgendwie ganz nice. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Die Köhlerei war hier. Und die könnten wir jetzt aber. Das gilt dann aber. Ja doch, bauen können wir die. Ne, können wir die hier nicht. Köhlerei bringt mir hier nichts. Also wir bräuchten, wenn dann schon das. Weil wir das andere Gebäude hier einfach nicht bauen können. Wäre halt die Auswahl im Baumenü gar nicht haben. Aber guck mal, die haben ihre. Ach nee, das ist die eigene Kohlemine. Keine Köhlerei. Ja, okay. Ja, aber probieren können wir es ja, oder? 12er Insel mit 2 Vorkommen wird wahrscheinlich nicht klappen, aber. Schauen wir mal. So, hau da mal die 39 rein und dann neue tropische Insel entdecken. 2 Gebirge. Zwei Arten. 3 Arten Prinz. Achso, ah, Mist, dann kann ich mir Lehm nicht mehr leisten. Ja gut, dann müssen wir auf Lehm erstmal verzichten. Kann ich hier noch gar keinen. Ah, das mit den Konturen zählt gar nicht direkt, okay. Interesting. Na, gucken wir mal. Wir gucken einfach mal, was passiert, oder?
Leben 12 kostet, ist auch ein bisschen dreist, aber... ja gut. Rein da. Das, also wenn es klappt, wird das eine Insel, die wir tendenziell relativ zügig gegen irgendwas an, also vielleicht nicht relativ zügig, aber die wir definitiv irgendwann ersetzen. Aber erstmal für den Start, warum nicht? Will ich dann trotzdem die Krokodilsfarm haben? Schwierig. Was bräuchte ich denn praktisch, um die Leute hier zufriedenzustellen und um noch eine größere Bevölkerung zu kriegen? Hüte Ziegen auf Gebirgswänden. Okay, kann aber so einen Umkreis haben, alles klar. Also muss hier safe noch ein Gebirge kommen, oder? Wir könnten mal gucken, ob wir hier noch Einheiten rüberkarren. Die sind dann zwar ewig unterwegs. Aber das wäre, glaube ich, eine ganz gute Sache. Dazu müsste aber erstmal eine der Pinassen zurück. Was aber, glaube ich, prinzipiell sowieso ganz gut ist, wenn die einfach mal beide zurückfahren. Vorerst. Das ist einfach auch... Die sind jetzt natürlich so 5 Stunden unterwegs, ne? Ja, 4,5. Ugh. It's fine. Ich sehe auch nicht, dass hier noch ein Gebirge, kommt. Gucken wir mal. Theoretisch könnte ich dich hochseetauglich machen, aber fühle ich halt nicht so. So, was hätte ich hier gerne? Ich erforsche mal den und guck mal, was passiert. Keine Ahnung, ob das smart ist. Müssen wir Trommeln herstellen? Aus Leder? Oh, fuck off. Ja gut, dann war das halt überhaupt nicht smart. Das jetzt... Ah, wobei... Wir können schon Leder herstellen, aber das ist halt super der Umstand. Das ist halt richtig der Umstand und dafür brauchen wir 400 Bürger. Also das passiert so schnell halt nicht. Ja, vielleicht sollten wir dann auch erstmal die Bierinsel nochmal angehen. Besseres Schiff gebrauchen. Reiß doch mal nach Eterra, bitte. Ich bin mir halt echt noch unschlüssig, was ich bei den Farmern erforschen will. Also nächste logische Schritt wäre eigentlich, die Zufriedenheit zu erhöhen. Zwangsläufig. Damit wir die Buden irgendwann aufwerten können, aber dafür bräuchten wir auch Lehm. Also das wird alles ein bisschen dauern. Wir brauchen auch grundlegend erstmal mehr Platz. Ich glaube, grundlegend ist das jetzt schon der richtige Schritt gewesen, erstmal bessere Einheiten irgendwie anzugehen, hoffentlich mit der neuen Insel.
bildet Schleuderinnen zu Pikinierenden aus. Alle Speere zu mir! Neuer Ausbilder gesucht. Ja, weiß ich nicht. Schwierig. Also doch das Kohlefeld. Oder die Ärzte. Auf jeden Fall irgendwas für 100. Also so oder so sparen. Ich glaube, das Krokodilsleder schenken wir uns erstmal. Da sehe ich mich tatsächlich noch nicht so. Gibt es abgesehen davon irgendwas anderes Sinnvolles, was wir bauen könnten? Wir könnten die Zuckermühle bauen, aber die bringt uns noch nicht weiter. Prinzipiell will ich, glaube ich, einfach mehr Bevölkerung haben für mehr Forschungspunkte. Was aber platzmäßig gerade echt nicht machbar ist. Ja, dafür halt mehr rum bräuchten. Oh nee, brauchen wir gar nicht. Warte. Die produzieren jetzt insgesamt einen die Minute, ne? Ah, okay. Also mit rum sind wir tatsächlich good to go. Tee wird knapp. Naja, aber Teefarmen kriegen wir doch noch irgendwie gewuppt, oder? Schade, dass hier noch nicht weg ist, aber... Ja, aber zwei Teefarmen geht halt. Das ist doch gut. Können wir da theoretisch noch irgendein anderes Gebäude hinpacken? Okay, das heißt, wir produzieren jetzt 3 Tee die Minute. Das heißt, wir können theoretisch noch 100 hoch. Dann müssen wir gucken, wie das mit Fisch reicht. Aber einen Fischer können wir hier halt auch noch hinpacken. Also da mache ich mir jetzt gerade nicht so die Sorgen. Da müssen wir eher mal gucken, wie wir das brunnentechnisch hier noch gescheit hinkriegen. Das ist halt alles eher so das Problem. Doch erstmal was. Das sind zumindest dann 80 Leute mehr. Wenn sie denn dann vollständig eingezogen sind, aber es sind auch immerhin 40% mehr Forschung, mehr Forschungspunkte. Müssten wir halt echt mal zusehen, dass hier Einheiten produziert werden. Beziehungsweise wir müssen halt einfach wirklich mal mit den beiden Pinassen dann, oh Gott, das wird halt alles ewig dauern, hier nochmal Einheiten rüberkarren. Hier müssen mal Segel an den Start kommen. Was aber gerade offenbar auch nicht der Fall ist. Wie lange ist das Schiff denn unterwegs? Das hat gerade eingeladen, okay. Das sind aber auch nicht so viel, das sind so 20 ungefähr. Das ist nicht die Welt. Die Frage ist, will ich hier noch eine Insel erkunden? Was ist denn hier der nächste logische Schritt eigentlich? Die Bierinsel, Ridey.
Das soll noch mal gucken, oder? Okay, guck mal, ich schmeiß hier mal ein bisschen was rein. Und dann darfst du mal eine neue gemäßigte Insel entdecken. Mit zwei Fruchtbarkeiten. Hopfen und Weizen. Bitte eine 16er Insel. Ohne Gebirge. Wenn ich ehrlich bin, auch ohne Flüsse. Gerne mit einem Kontostufe 2 und Wälderroten, das klingt okay. Dann kommen wir mit den Einheiten halt nicht weit, aber... Ich habe gerade kein anderes Schiff da, von daher... Gut, du wärst in 26 Minuten da, aber ja, passt schon. Weil das hier war auch eine 16er Insel, ne? Ja, okay. Das war ja eigentlich der Plan. Gut, gut. Boah, das wird alles ganz schön aufwendig. Finde ich fantastisch, aber es ist so ein... Oh, okay, muss ich auch erstmal drauf klarkommen. Das wird alles noch ziemlich interessant, glaube ich. Wir könnten hier die Bevölkerungsgrenze dann mal anheben. Wobei das in erster Linie auch nur dazu führt, dass die mehr Steuern zahlen. Ah, Erdbeeren können wir sogar hier anbauen, okay. Wir müssen also wirklich nur den Zucker importieren. Hm. Oh, die 400er Kette wird halt hart anstrengend. Also Lederproduktion wird hier halt ein richtiger Krampf. Na, mal gucken. Die Frage ist, können wir auf 300 Bürger hoch? Sich schon, aber ich glaube, ich wollte damit warten, bis ich hier mit der Forschung fertig war, ne? Ich glaube, das war so die Grundidee. Was ja auch nicht mehr viel ist, das sind... oh Gott, 355 Punkte noch. Ja, also einen Tag ungefähr. Nicht mal. Ah, und ich habe hier noch ein paar Häuser hingebaut, um den Brunnen ein bisschen besser auszulasten. Das ist tatsächlich auch fast eine Sache, die ich hier machen könnte. Zumindest dich können wir nochmal aufwerten. Hm. Ich glaube, ich muss da irgendwo nochmal einen Brunnen platzieren. Erstmal. Und ich werde das irgendwann alles vernünftig strukturieren müssen. So, was habt ihr fürs Luxusbedürfnis? Schnaps. Wie sieht's denn da mit der Abdeckung aus? Wo ist denn... Hier ist mal die Taverne. Ah, kiek mal, das ist doch eigentlich schon alles ganz gut abgedeckt mit den Tavernen, die wir hier stehen haben. Also hier oben nicht so, aber...
können doch auf jeden Fall erstmal hier drumrum bauen. Naja, und theoretisch sogar. Ich will es vielleicht jetzt auch nicht zu sehr übertreiben, aber ja, gucken wir erstmal. Wir müssen ja dann auch noch eine Schule bauen. Wie sieht es denn schulmäßig aus? Ist eigentlich nur das eine Haus da nicht abgedeckt? Ja, gut. In that case. Fein. Die beiden hier oben würde ich dann nicht mitmachen, weil da halt keine Schule hinreicht. Aber der Rest ist doch dann eigentlich erstmal ganz gut. Jetzt müssen wir noch gucken, dass die jetzt nicht plötzlich anfangen, zu viel zu saufen, aber ich glaube, was die Waren angeht, sind wir erstmal ganz gut dabei. Sind es auch nur noch 3. Das ist auch ganz nice. Das sind noch wie viel? 325. Na, das ist schon. Na, es sind schon noch so 30 Stunden. Im Moment. Bis hier der Rest eingezogen ist. Aber jetzt, wo wir Mörtel voll haben, haben wir tatsächlich mal wieder langsam ein bisschen Stein am Start. Kommen da mal irgendwo auf den grünen Zweig. Was auch halbwegs dringend nötig war, um ehrlich zu sein. So, die sind eingezogen, fantastisch. Dann hätte ich eigentlich gerne direkt mehr Kolonisten. Na, 5 Kolonistenbuden draus. Fürs Erste. Forschungspunkte haben die jetzt noch? Ja, 11,8. Das ist schon okay. Das geht wohl. Die sind auch soweit happy. Wie sieht denn unser Lagerbestand aus? Ja, Brot müssen wir mal gucken. Aber wobei, Brot läuft halt schon jedes Mal wieder direkt voll, ne? Also das ist schon okay. Ich glaube, ich habe bei der Brotwarteschlange nicht angegeben, dass die bei der Brothandelsroute nicht angegeben, dass die warten, bis die vollständig entladen sind. Oh, die Pinasse ist fertig, oder? Nee, die gehört zur Handelsroute. Die fährt nun gleich wieder weg, okay. Ich dachte halt, weil die Werft hier oben ist, aber nee, die Schiffe tauchen ja da unten auf. Ja, gut, das braucht einfach noch, bis die Segel da sind. Aber Segel kommen in 24 Minuten. Way. So, die sind fertig eingezogen. Ja, Brot sollte fein sein, Stoff sollte auch absolut fein sein. Und bei Seife mache ich mir halt auch gar keinen Kopf. Wobei wir Seife im Moment noch hier produzieren. Ich bin nicht sicher, ob das reicht. Nee, reicht jetzt nämlich nicht. Wir produzieren nämlich nur 2,5 pro Minute.
Wir verbrauchen 2,7. Aber wenn irgendwann die Pinassen fertig sind... Wir haben ja Seife erstmal ganz gut auf Lager. Also, das geht schon. Die kommen erstmal aus... Warum habe ich hier eigentlich Weizen rumliegen? Muss ich ja irgendwann mal hier rüber gekarrt haben. For whatever reason. Hm. Naja. Eine erstaunliche Menge Kupfererz hier rumliegen. Warum eigentlich? Ah, okay, das ist einfach noch aus der Zeit, wo wir nur eine Kupferschmelze hatten. Gerade sagen, weil eigentlich sollten die beiden Kupferschmelzen doch genau die eine Mine abdecken. Okay. Was ich machen wollen würde. Ich glaube, wir haben es erstmal, oder? Also es jetzt warten, bis Schiffe fertig sind oder bis Schiffe angekommen sind. Viel mehr geht, glaube ich, erstmal nicht. Warum habe ich eigentlich keine Zisterne gebaut statt einem Brunnen? Reichweite. Ja, können wir doch den Brunnen einfach komplett wegreißen, zum Beispiel. Den nicht. Den theoretisch. Den auf jeden Fall. Da können theoretisch auch noch Pioniershütten hin. Der Brunnen hier oben kann auch weg, oder? Alles gleich ein bisschen aufgeräumter. Okay. Ja, wie die Schulen und die Kneipen verteilt sind und so, das ist alles noch ein bisschen ungünstig. Wo ist denn mal... Die Hafenkneipe ist es halt nicht so, ne? Also die könnten wir hier hinpacken. Und die ersetzt dann die eine, aber also so richtig viel bringt die halt nicht. Also dafür haben wir zu weit ins Landesinnere gebaut. Weil die Sache ist, der deckt halt schon hier noch ein, oder die Taverne deckt hier halt noch einen Bereich mit ein. Wo die Hafenkneipe halt einfach nicht hinkommt. Die hört halt hier auf. Nee, das bringt's nicht. Das ist es nicht. Okay, dann können wir hier vielleicht nochmal einen zweiten Segelmacher hinbauen. Ja, gut. Ich glaube, es ist ganz fein, wenn ich hier so in einer halben Stunde den zweiten in ein paar Minuten den zweiten Segelmacher nochmal baue. Aber ansonsten ist, glaube ich, fein, wenn ich hier so in 3 Stunden wieder reingucke. Oder später.
Weil hier ist Erkundung, hier ist Erkundung. Bis die Schiffe hier sind, dauert es halt auch noch 4 Stunden. Na, that's fine. Das geht schon. Ja gut, dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.